Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart Wii, aber nicht online mit Gaetano. Moin. Moinsen. Und da wird der Yoshi reingewählt. Geil. Yoshi muss sein. Das muss sein. Wie Twitch-Streams, oder? In deinem Leben. Ja, muss nicht unbedingt sein. Twitch-Streams sind für mich so zum Schauen immer so eine Sache. Nebenbei beim Schneiden oder eigentlich immer nur nebenher. Und eigentlich auch nur bei meinen Freunden. So, weil da bin ich irgendwie, ich schaue Twitch-Streams irgendwie echt, um mit dem Streamer dann so auch zu interagieren. Ja. Und ja, bei großen Streamern ist das nicht der Fall und deswegen bin ich eigentlich auch nur bei Leuten im Chat, die halt entweder aber wahrscheinlich das meiste noch lesen können oder halt Freunde, die dann halt einfach direkt sehen, so man ist im Chat. Ey, Gaetano, wir müssen ganz kurz über die Tatsache reden. Ich würde mich so interessieren über deine Wahrnehmung. Weißt du noch, wo du öfters immer auch mir das privat gesagt hast, aber auch manchmal so, aber auch generell auch im Stream gesagt hast, so dieses, ey, du bist viel zu klein in der Facecam drin. Moment. Weißt du noch? Boah, ja. Du hattest eine Zeit, da war das aber auch hart. Da war deine Facecam so. Stellt euch mal so ein 4:3 Bild vor und Germi hat so vielleicht ein Viertel vom Screen eingenommen. Er war manchmal nur so Augen und ein Kopf. Das war schon lustig. Also, nur Augen und Kopf. Moment. Dann so. Mein Problem war ja nicht, dass du dich wie so ein Penner in Klammern hingesetzt hast, sondern nur, dass du die Cam dann nicht auch runtergeschoben hast. Ja, check. Also, for real, ich weiß auch noch, dass er dann auch, haben auch andere Leute dann gesagt, so dieses, was ist, war nicht so, du warst der Einzige, sondern viele Leute halt im Freundeskreis haben das auch, also YouTube-Freundeskreis, so, haben das dann auch so gesagt, so, yo, ja, gerade so Creator, so Leute, die selber Creator sind, haben das noch angesprochen. Ich dachte in dem Moment, for real, ich dachte so, passt doch alles. Also ich bin so keiner wie dein Bildhaber, wie ich damals da vor der Facecam saß. Aber ich weiß doch, ich glaube, du warst wirklich so Nummer 1. Du hast auch immer gesagt, ich muss meinen Discord-Server löschen. Weißt du noch? Ich fand's aber auch einfach nur lustig mit der Facecam. Also ich war ja nicht wirklich sauer oder ja, so. Ja, check, alles gut. Also am Ende des Tages ist mir ja scheißegal, so, wie du deine Facecam machst, aber das war klar, es hat halt schon aufgefallen dann irgendwie und war lustig. Ey, Mann. Das mit dem Discord-Server war unnötige Psychose. Der war halt einfach nur scheiße inaktiv. Ja. Und, ich meine, du hättest ihn schon damals löschen sollen wahrscheinlich eher, aber am Ende ist es auch scheißegal. Check. Also, ich habe jetzt einen Server noch, oder ich bin vielleicht nullmal im Jahr in Call dort, aber ich habe einen Server noch, weißt du, was ich meine? Und da wird aber auch im Allgemeinen schaut, ja moin und ja und moin und moin, wie geht's? Und ja moin und ja und wisst ihr, was ich meine? Und ja Also Bruder, das ist einfach, ja, der Allgemeinen schaut ist einfach ja ja moin und vielleicht auch machen wir so, wie geht's euch? Ja ja moin, ja moin, moin. Ey, ist das so cool auf dem Server, ja? Also vorher, das finde ich lustig, ja? Ja, safe. Also der Server ist sehr, sehr lustig, wenn man raufschaut, immer nur moin, moin, moin. Das ist so lustig, schwör. Das ist so, am Ende denkt man sich so, ich weiß nicht so, die Leute versammeln sich im Allgemeinen statt, um ja moin zu schreiben. Ich finde das ehrenhaft so. Ich finde das cool. Ja, nee, aber am Ende des Tages, also heutzutage wäre mir das wirklich, wird mir am Arsch vorbeigehen komplett. Also das mit dem Server, das mit der Cam würde ich dir, glaube ich, auch noch sagen. Safe. Aber vielleicht würde ich es nicht so oft machen, irgendwie wie damals. Das Ding ist, keine Ahnung, heutzutage, ich störe mich, glaube ich, einfach generell nicht mehr so sehr dran, wie Leute ihr Zeug machen. Weil klar, manchmal fällt einem irgendwie auf, okay, jemand macht hier Videos komisch, jemand macht da Thumbnails irgendwie auf seine spezielle Weise oder so. Mhm. Aber naja, man merkt irgendwie mit der Zeit, jeder hat irgendwie seine Gründe auch, warum er die Sachen so macht, wie er sie macht. Und klar, einmal anmerken oder so, wenn man wirklich das Gefühl hat, jemand checkt es einfach irgendwie gerade nicht oder so, kann man bestimmt so, aber dann ist auch gut. Ich hatte auch schon dieser Moment auf YouTube, einfach so, weil ich schon großen Mitteilungsdrang hatte. Also wirklich so dieses,
oder mich teilweise über Content Creator viel zu sehr innerlich aufgeregt habe. So, das finde ich ein bisschen gruselig, dass ich so eine Zeit hatte, wo mich das teilweise viel mehr getriggert hat und jetzt teilweise wirklich so dieser Mitteilungsdrang hat von yo Leute, jetzt sehen wir ein Themenvideo auf, weil der und der hat das gemacht. So, es gab echt so Themenvideos, wo ich echt so über andere YouTuber auch im Nintendo-Raum geredet habe. So, ich meine, also so, aber so, ich hatte wirklich diesen Mitteilungsdrang, so, ja, das stört mich jetzt an dem und dem und dem und das stört mich jetzt gerade hier. Also, ich meine, man kann das machen und so, solche Videos, ne, aber ich hatte damals wirklich mich gerne mal über Dinge aufgeregt und mittlerweile sind mir Dinge egaler geworden. Natürlich, wenn jetzt irgendetwas richtig krasses passiert und was mich komplett schockt, so, dann ist das natürlich eine andere Sache, so, dann, naja, kann ich halt trotzdem schockiert sein und so, aber ich merke einfach, wie, oder vielleicht auch meine Meinung äußern, so, ich check, aber früher war ich da empfindlicher, würde ich jetzt behaupten. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob, hast du das auch bei dir irgendwann gemerkt, dass es so dich selber irgendwie einfach nur unruhiger gemacht hat, irgendwie unglücklicher gemacht hat, ja, sich da so reinzusteigern auch. Mhm. Aber am ja. Ende denkt man sich auch so, die haben ja ihre Gründe dafür und irgendwie versetze ich jetzt mal bei denen rein, in deren Lage und na, am Ende ja. War es, also natürlich gibt es trotzdem Dinge, die schlimm sind und so und die man jetzt gutheißen soll, aber... Zum Beispiel auch bei dir könnte man jetzt auch einige Sachen sagen, die, also von außen, die Leute jetzt nicht wissen. Keine Ahnung, also mit diesem Tick-Ding hast du schon mal bestimmt angesprochen mit Social Media, oder? Ja, aber darüber, kein Bock gerade drüber zu reden, aber ja, man... Nee, ich wollte auch nicht aktiv jetzt irgendwie ja. Lange an sich über die Sache reden. Ich weiß nicht, ob das gerade so eine... Ich sag immer Tick. Auf einmal hat jemand gesagt, ja, das ist eher eine Angststörung. Ich so, ja, das kann sein, ja. Aber jetzt, die Leute haben gar keinen Kontext, so... mach doch keine Sorgen, so. Ich lebe damit seit 9 Jahren oder so, oder 10 Jahren, das, was es jetzt meint. Alles gut. Also, hat sich auch gebessert, vor jetzt gab es schlimmere Phasen. Aber Genau, ich wollte auch eigentlich gar nicht so sehr darüber an sich reden, sondern einfach nur, zum Beispiel, bei dir könnte man sich auch bei der einen oder anderen Sache fragen, so, ja, du könntest jetzt noch Kanaltags oder sowas machen, was ich dir mal gesagt habe. Mhm. Da könnte man mehr rausholen. Das sind halt so Sachen, die sehen dann Leute von außen nicht, dass es einfach andere Sachen in deinem Leben gibt, die behindern, dass du das machen kannst oder kann so. Kann das schon, aber es ist eine große Belastung. So. Okay, ich kann es jetzt schon sagen, so ist ja nicht schlimm so. Ich habe Probleme, ich habe oft Angst, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, so sei es Twitter, Instagram oder YouTube oder so, wenn ich da auch YouTube-Videos mache. Ich bin da mega. Ich schaue so oft, ob ich da richtig alles eingestellt habe. Wenn ich auf Twitter bin, bin ich da nicht aus Versehen irgendwem entfolgt, den ich eigentlich gar nicht entfolgen will. Es ist so, ich weiß, was ich mache, aber am Ende, wenn ich Twitter schließe, denke ich mir noch so, habe ich eigentlich den Tweet gelöscht, dass ich jetzt live bin, weil den möchte ich nicht online haben. Obwohl ich den eigentlich gelöscht habe, ich weiß es, aber mein Gehirn denkt sich so, habe ich den jetzt gelöscht? Das ist so wie wenn ihr Türe zumacht mit Schlüssel und dann eine Sekunde später denkt, ist das jetzt zu, die Tür? Krasser Vergleich. Also das ist so... Ein sehr guter Vergleich. Danke, ja. Mann. Also das ist so eine Sache, die ich halt hab. Gerade, ich glaube, das ist ein großer Grund, warum ich auch Instagram nicht so aktiv führe. Aber ich lebe damit. Es wäre dumm, weil ich gerade halt auch Content mache und so. Aber ich lebe damit. Es hat sich im Moment... Boah, ne, das kann sich immer ändern. Aber im Moment sieht es auch besser aus mit dieser Angststörung, die ich habe. Im Vergleich zu anderen Jahren. Da war es teilweise viel, viel, viel schlimmer. Teilweise... Habe so 8 Clips in Videoschnittprogramm reingetan und dann aber so, ich kann das gar nicht schneiden. Ich habe Angst, irgendwas falsch anzuklicken. Ich kann das nicht, ich kann nicht geschlafen. So, weißt du, was ich meine? Das war tatsächlich genau. Viel schlimmer. Und das ist wahrscheinlich halt, also erstmal, ich glaube, sorry, dass ich dich, glaube ich, wahrscheinlich jetzt ein bisschen in Lage gebracht habe, dass du doch irgendwie drauf eingehen musstest. Ist das schlimm, weil ich habe das schon in anderen Videos geredet, nur wenn ich halt das sage, wenn ich über dieses Thema rede, bekommt man, ich weiß nicht so, weiß nicht wie jetzt... Negative Vibes so mäßig? Nee, oder? Aber viele Leute wollen dir dann helfen so und ich weiß nicht, wie ich mir da helfen kann in dem. Also natürlich Hilfe ist gerne gesehen, aber ich weiß nicht, so irgendwie geht's gerade, oder geht's gut, das zu haben, also weiß ich, ich möchte es nicht haben, aber ich kann damit gut leben, ne, seit 10 Jahren so. Und ich müsste ja, also da, ich glaube eh niemand... Ja? Sollte
das Gefühl haben, helfen zu müssen, wenn da jetzt auch nicht unbedingt nach Hilfe gefragt wurde explizit. Ich glaube, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, ja, du willst jetzt wirklich was dran ändern oder so, also, dann würdest du wahrscheinlich eh fragen oder so, was man da macht. Ja, also natürlich, wenn jetzt irgendjemand Ultra-Experte ist und der weiß, boah, das kenne ich schon, da habe ich 20 Leute behandelt schon. Ey, schreib mir auf Discord an, so. Natürlich wird es auch interessieren, ob Leute dieses eine Problem kennen, so. Aber irgendwie, man lebt aber auch damit und es gab Jahre, wo es mich mal angestrengt hat. Im Moment, ich bin sehr gut am Überwinden, so. Und ich denke mir auch manchmal, so ist ein gewisser guter Schutz, weil ich bin jetzt definitiv deswegen nicht Twitter-süchtig und definitiv auch nicht Instagram-süchtig, so. Check dir, wie ich meine, das sind so. Ja, ja, das ist krass. Also, das würde ich mir auch beibehalten. Ja, da habe ich auch einen gewissen Vorteil diesbezüglich. Aber ja, Ja, genau, also auf jeden Fall Quintessenz des Ganzen. Ihr wisst nie, was im Leben der Leute abgeht, warum sie ihre Sachen so machen. Deswegen fragt sie, anstatt irgendwie direkt in diese Kritik vielleicht zu gehen, yo, du solltest das anders machen. Vielleicht erstmal fragen, yo, warum machst du das so? Schlau. Du gehst schon so krass anders an die Sache heran, das ist schlau. Tu ich das? Nee, nicht, aber indem du das so handhabst, kommt das so viel an, wie du die Person damit konfrontierst. Das ist ja halt anders. Das ist eine super wichtige Sache, die man lernen muss. Wie konfrontiere ich Leute mit irgendwas? Weil jeder ist da ein bisschen anders. Es gibt Leute, die wollen auch ein bisschen härter angefasst werden. Gerade in meinem Freundeskreis unterscheiden sich Leute da ein bisschen stärker. Manche sind eher so ein bisschen auch mit der Kneifzange. Manche muss man es einfach direkt sagen oder so. Und ich sag gerade, was du meinst vom Kontext. Der Kneifzange, man muss es härter an den Rand gehen. Mit der Kneifzange anfassen bedeutet so quasi so sehr, sehr weich. Also richtig vorsichtig sein. Ah, einfach. Check. Ja, okay, das ist ja. Jeder Mensch ist anders, Bro. Ja, ich hab auch definitiv von der sensiblen Seiten, wo ich mir denke, Bro, wenn du jetzt, keine Ahnung, man kennt's. Normal. Genau, irgendwas, wollte ich aber, glaube ich, noch weiter sagen, irgendwie, das hatte ich ja vergessen. Du hast aber dieses, wie man Leute anschreiben sollte, oder? Achso, ja, genau, erstmal fragen, warum, das warum. Ja. Und wenn man dann die Antwort bekommen hat, dann kann man safe. Also man kann natürlich auch direkt in die Kritik gehen, ich will jetzt nicht sagen, oh, es gibt diesen einen Weg, das zu machen, aber ich glaube, es ist immer besser, erstmal zu verstehen, warum irgendwer sein Zeug so macht, wie er es macht. Mhm. Ja, das sowieso am Ende. Fand es auch mal interessant. Ich hatte in dem Moment mit dieser Person kaum Kontakt so. Und ich habe dann mit der Person geredet, ist so: Hey, voll cool, Mann. Du hast irgendwie so ein Video auf Twitter hochgeladen. Das war noch zu der Zeit, wo auf Twitter viel aktiver war, auch mit Tweets lesen und so. Und ich so, ja, voll cool und so, was voll gelacht, so, man wirklich gemerkt, so, das Richtige, du hast einfach Spaß gehabt, ne, und so. Und ich weiß auch nicht, so irgendwie, wenn ich auch so andere Dinge von dir sehe, du wirst immer so glücklich so in deinen Videos und also, ja, in dem Moment habe ich gelacht und so, aber heute geht's mir ja scheiße. Ich so, scheiße, Mann, krass. Dieses, ihr seht einen Clip von ihm auf Twitter, heute hochgeladen, er lacht so und man kennt auch so oft auch bei den Aufnahmen so Momente, wo er lacht und dann redet er so mit der Person privat und er so, ja, heute geht's wie scheiße. Ist so, oh, ich hab voll das andere Bild bekommen von dir über Twitter durch diesen Clip. Ja, das ist schon heftig, wie sehr Social Media da verzerren kann. Klar ist an der Stelle natürlich auch nichts Neues, also ist ja eh seit Jahren immer ein Thema, dass man natürlich nur das postet, wo man glücklich ist oder wo man was Heftiges zu zeigen hat. Ich finde aber auch nicht, manche übertreiben da finde ich so ein bisschen, dass sie sagen, oh, Social Media, so eine Fake-Welt, aber ich sehe das ein bisschen anders, weil, also ich finde es einfach nur logisch, dass wenn du irgendwo öffentlich was posten kannst, natürlich zeigst du nur, warum solltest du denn auch zeigen, wie du weinst? Das zeige ich doch auch im Real Life nicht, wenn ich im Supermarkt in der Öffentlichkeit bin. Ich glaube, es ist einfach immer der Unterschied zwischen Öffentlichkeit und privat und nicht wirklich, dass Social Media an sich da jetzt so groß das Ding ist.
Also vielleicht auch ein bisschen, aber ja. Also kannst du, es ist halt immer situationsabhängig so. Natürlich gibt es auch Momente, wo aber auch Leute dann tweeten oder schreiben, dass es denen scheiße geht oder so und dann halt auch dieser Seite von sich zeigen. Ja, aber oft zeigt man sich eher so in einer Position, wo man sich halt wie zusammenreißt. Ne? Was ist zusammenreißt, genau. aber nicht wirklich die traurigen Momente oder Dinge zeigt, sondern halt eher versucht Videos zu machen, wo man halt die Leute versucht zu entertainen, indem man halt nicht einfach weint. Ich meine, natürlich gibt es solche Videos, ich check schon, aber ja. Es ist auf jeden Fall eher weniger so. Und ja, ich denke, macht dahingehend schon Sinn. Ich glaube auch, keine Zuschauer hätten Interesse daran, wenn jeder nur noch weinen würde. Check. Aber andersrum ist es trotzdem auch interessant zu erfahren, so wie geht's mal diesem YouTuber, so weißt du so, oder. Na, wie geht's ihm einfach so? Ja, das frage ich mich wirklich bei Leuten, ja. Die so wirklich so komplett in ihrem Film sind, so Angry Video Game Nerd oder Scott the Watts oder so. Jo, Scott. Ich check nicht, was die für ein Leben führen. Ja, ich check's so auch gerne wissen. Also so grob weiß ich's halt, aber naja, so Angry Video Game Nerd zum Beispiel, der hat eine Frau, der hat Kinder, okay. Man weiß Anekdoten, Scott hat auch einen Zweitkanal, wo er schon auch manchmal so persönliche Sachen raushaut. Aber ich würde gerne mal so eine Woche so den Tagesablauf von so diesen Leuten sehen. Scott, check dir meine, Bro. Check dir meine, Bro. Ja, also was macht so Scott, wenn er aufsteht? Ja. Hey, geht er dann am PC? Frisst er erstmal Müsli? Was macht der Mann so? Der hat ja auch Freundin, glaube ich. Zumindest hat er die einmal gepostet. Kein Plan. Ich hab da keine Ahnung, aber ey, das ist schon. Ach so, wie wohnt. Also, wer hat das auch schon gesagt? Wer hat gezeigt, wer wohnt und so. Aber keine Ahnung, was sind so seine Pläne? Wie geht er vor, Bro? Also, ich hab immer das Gefühl so, wenn Scott the Wash Schneider, Bro, denn der ist so in seinem Zimmer, alle Social Media Plattformen aus, Handy auf Flugmodus und dann wird geschnitzt, weißt du, Mann. Der benutzt, glaube ich, auch Social Media gar nicht. Das ist halt das Ding. Das macht es auch interessanter, weil er postet ja gar nichts. Weder auf Insta noch auf Krass, Twitter. Mann. Es kommt so alle paar Monate mal. Das ist so eine geheimnisvolle Person. Checkst du das eigentlich? Ja, das macht es auch, auch interessant. Und genau deswegen hatte ich auch Angry Video Game Nerd da erwähnt. Ich glaube, da hast du weniger Bezug wahrscheinlich, aber ja, er ist halt auch so geheimnisvoll. Oha. Weil Scott und Angry Video Game Nerd sind beides mehr so Charaktere als wirklich Menschen, so dumm das klingt. Ey, also, aber, ja. Die spielen ja Rollen in ihren Videos. Aber ey, Scott the Wars ist eben, also beides englische YouTuber. Und eben Scott the Wars, ey, ich nenne aber Scott the Wars, das ist mein. Ich bin Schweizer, ich darf das, oder? Aber Scott the Wars ist so auch Essay-YouTuber-mask, so auch viel vor der Kamera, schreibt richtig krasse Scripts und macht auch. Bisschen was mit seinen Freunden, aber er macht so lange editierte Videos, wo er über gewisse Themen redet, auch teilweise über Themen, wo man sich denkt, krass, so ausführlich hat noch niemand über dieses Thema auf YouTube geredet, mit so einem eigenen Humor, mit auch wieder die Skripte einspricht, so richtig flüssig und sein Video-Output ist nicht mehr normal teilweise. Man denkt sich so, wie machst du das? Aber das ist ein Macher. Wobei er auch zurückgefahren hat. Also gut so, weil man hat wirklich, es gab so, die letzten 2 Jahre hat er auf jeden Fall zurückgefahren. Ich guck mal so, was seine Upload-Rate ist so. Das Ding ist, er hat halt auch quasi diesen Umschwung gemacht, dass er jetzt längere Videos macht, ausführlicher. Mhm. Dafür kommen die selten. Naja, ja gut, ja, jetzt ist man ja so einmal im Monat rum. Trotzdem. Gerade so alle 2 Wochen. Ja, ist trotzdem absolut krass. Vor allem trotzdem dafür, wie lang die Videos noch sind. Ja. Ich habe mich gefragt, wie lange kann er das wöchentlich durchziehen? Ja. What the fuck, wie er es damals gemacht hat. Das hat sich, glaube ich, das so jemand gefragt. So. Ey, das war's übrigens mit dem Part. Ich danke euch, dass ihr euch diesen Part angesehen habt. Danke an dich, Gaetano, dass du da warst. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.